Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt es schon gesehen, ich habe euch zwei super schöne Uhren von Bruno Söhnle mitgebracht und zwar zwei verschiedene Varianten der Turin Automatik. Eine Uhr, die ich auf der Watchtime habe kennenlernen dürfen und dort im Gespräch wurde klar, diese Uhren müssen bei mir auf dem Kanal für euch präsentiert werden und das wollen wir jetzt direkt machen. Bevor ich auf die technischen Zahlen, Daten und Fakten zu sprechen komme und euch natürlich auch im Anschluss wie immer meine Meinung zu den Uhren mitteile, möchte ich ein bisschen auf die Entstehung der Uhr eingehen und vor allem auf die Entstehung der grünen Variante, denn das ist sozusagen ein sehr schönes Behind the Scenes, wie eine solche Uhr unter anderem zustande kommen kann. Letztlich ist es so, dass Bruno Söhnle ja sehr, sehr viele Uhren im Portfolio hat und dort ist meistens die Größe relativ eindeutig eher männlich oder weiblich besetzt. Das heißt, es gibt beispielsweise große Uhren wie die Marcato mit 44, oder dann eben entsprechend kleine Uhren wie die Bologna 3 mit 35 mm. Es ist aber ja häufig so, und das kennen wir glaube ich hier in der Community auch, dass inzwischen Uhren unisex getragen werden und im besten Falle irgendwo zwischen 38 und 40 mm liegen. Zumindest ist das eine Größe, womit denke ich, die Mehrheit unserer Community, die Mehrheit der Uhrenfans arbeiten kann und diese eben auch gerne am Handgelenk trägt. Das entsprechende Feedback wurde dann auch unter anderem. Auf verschiedenen Messen an Bruno Söhnle herangetragen, dass bitte die Herrenuhren mal etwas kleiner gemacht werden sollen und äh, dass die Herren eben back to the roots zurück zu kleineren Gehäusen kommen wollen. Kleiner im Sinne dieses Sweet Spots von 38 bis 40 mm. Es gab bisher die Turin 2 Big mit 41 mm und die Turin 2 Small mit 34 mm, die sehr, sehr gut angekommen sind, aber die Durchmesser, ihr merkt es, entweder zu groß oder zu klein waren und so fiel dann die. Entscheidung, dass es jetzt eine Zwischengröße gibt und dass ein mechanisches Uhrwerk in der Uhr verbaut werden soll und nicht wie bisher ein veredeltes Quarzwerk. Somit war die Idee der Turin Automatik geboren. Zu den technischen Hardfacts komme ich dann noch, aber vorne wegnehmen kann ich, sie hat 39,5 mm, bewegt sich also in diesem eben erwähnten Sweet Spot zwischen 38 und 40 mm. Ja, die Entscheidung war gefällt und jetzt ging es natürlich daran, die Uhr zu gestalten und vor allem die Zifferblätter entsprechend rauszubauen. Bringen, beziehungsweise zu bemustern, um dann zu entscheiden, welche Uhren letztlich auf den Markt kommen. Unter anderem sind ja zum jetzigen Zeitpunkt und auch damals zum Zeitpunkt der Entwicklung der Turin die Farben wie Dunkelgrün, Tannengrün oder British Racing Green sehr, sehr beliebt. Und auf dem Pantone-Fächer sieht ja immer alles etwas anders aus als in echt. Pantone-Fächer sind die Fächer, wo dann entsprechende Farben mit Codes versehen sind und somit kann man dann die Zifferblätter bemustern anhand eben der Angabe dieser Farben. Farbcodes. Es wurden letztlich vier Grüntöne herausgesucht, die zu bemustern waren und dann kommt ja im Prinzip der Zufall ins Spiel, denn bei einer Farbvariante wurde beim Übertragen der Codes eine Zahl vergessen und somit wurde statt des eigentlich gewünschten Grüns dieses sehr sehr knallige Grün, das ihr hier im Video seht, bemustert. Also es wurde zwar eine Grünvariante gefordert, aber eben längst nicht so knallig wie sie jetzt war. Das ist wirklich nur aufgrund der vergessenen Zahl letztlich zustande gekommen. Erstmal war man dann natürlich etwas stutzig und man 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 fragte den jeweils Verantwortlichen, was ist denn da passiert? Was ist das für ein Grünton? Ähm, und ja, derjenige dachte, ja, was gefällt denn daran nicht? Und dann, als derjenige, der die Ziffern übermittelt hat und wo eben letztlich dieses Missverständnis vorgefallen ist, als er die Zifferblätter gesehen hat, wurde klar, oh, das ist ja gar nicht das eigentlich bemusterte Zifferblatt. Aber nichtsdestotrotz hat man damit erste Musteruhren gebaut und das Zifferblatt gefiel immer besser und besser. Diese Meinung, die wurde dann ja, einhellig geteilt. Stück für Stück hat man gesagt, es ist eigentlich eine wirklich coole Uhr. Die sieht richtig schön aus, die sieht richtig stark aus. Wir haben ja auch zurückhaltendere Varianten, wie eben die in Asphaltgrau, in Off-White, die ihr hier auch seht, oder in Tannengrün. Dann können wir eben auch mal eine knalligere Variante auf den Markt bringen. Und so ist es geschehen. Und tatsächlich ist das knallige Grün nicht nur mein persönlicher Favorit, sondern wohl auch der Liebling der Kunden, was auf Messen und auch von Juwelieren als Feedback zurückkommt. Und so ist aus einem Zufall eine wirklich gute Situation geworden. Und zwar hat die Community eine Uhr, die sie sehr gut findet, die sehr gefeiert wird. Und Bruno Söhnle natürlich einen sehr schönen Erfolg mit dieser Farbvariante. Also ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Situation und eine Story, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Zusätzlich wurde bei dem hier vorliegenden Automatikmodell der Turin auch noch die Ablesbarkeit verbessert im Gegensatz zu Turin 2. Dort waren es zwar aufgesetzte, aber komplett Polierte Indexe, die auf dem Zifferblatt waren. Hier haben wir jetzt noch immer aufgesetzte und silber umrandete Indexe. Allerdings sind diese mit Leuchtmasse gefüllt, sodass eine insgesamt bei Tag wie bei Nacht bessere Ablesbarkeit gewährleistet wurde. Nach diesem kleinen Behind the Scenes und dem Blick hinter die Kulissen hinsichtlich der Entstehung der Uhren kommen wir nun zu den technischen Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben hier vorliegen die, wie schon eben gesagt, hellgrüne Variante sowie auch die Variante in Off-White. Es gibt noch eine Variante in einem dunklen Grün und eine Variante in einem dunklen grau. Allen ist gemein, dass sie einen Durchmesser von 39,5 mm haben, aus 316L Edelstahl bestehen und eine Höhe von 11,6 mm haben. Wir haben abwechselnd polierte und gebürstete Teile des Gehäuses und in der Uhr schlägt ein veredeltes Automatikwerk, das hat den Namen Atelier Kaliber BS175 und basiert auf einem Sellita SW200 Werk. Dazu muss man sagen, Bruno Söhnle sitzt ja in Glashütte, wo eben auch ein Großteil der Leistungen erbracht werden muss und das Literwerk kommt in Einzelteilen. Wir haben also eine Grundplatine, eine Automatikbrücke, eine Räderwerkbrücke, eine Aufzugsbrücke und den Unruhkloben. Und diese Teile werden dort veredelt. Zuerst wird die Perlage angebracht und anschließend werden die Komponenten dann in der Galvanik vernickelt. Zusätzlich gibt es noch einen eigenen Rotor, der in-house gefertigt wird. Und die Montage des Werkes geschieht mit thermisch gebläuten Schrauben. Dazu werden die Schraubenköpfe zunächst abgeschliffen, danach thermisch gebläut und anschließend aussortiert. Da ist also jede Menge Arbeit. Die alleine in dem Werk, das in dieser Uhr schlägt, steckt. Wir haben verbaut kratzfestes Saphirglas, von innen entspiegelt. Die Uhr ist wasserdicht, 10 bar dank einem verschraubten Boden und einer verschraubten Krone. Und wir haben einen Preis von 1490 Euro. Dieser Preis ist unabhängig von der von euch gewählten Zifferblatt-Variante für alle erwähnten Modelle gleich. Kommen wir nun zu meiner persönlichen Meinung und ich habe es ja schon vorweggenommen. Die knallgrüne Variante ist mein Favorit, alleine wegen des Zifferblatts, das. Das knallt richtig, dass es auffällig. Trotzdem ist die Uhr an und für sich relativ schlicht im Erscheinungsbild durch die teils polierten, teils gebürsteten Akzente und das mehrgliedrige Armband kommt sie nahezu schon elegant daher, obwohl es eine eigentlich doch recht sportliche Uhr ist. Der Durchmesser ist in meinen Augen perfekt gelungen. Selbst ich als Fan eigentlich wirklich großer Uhren muss sagen, die Uhr trägt sich sehr, sehr angenehm, wirkt optisch an meinem Handgelenk von 18,5 cm Umfang ziemlich stimmig und so als müsste sie weder größer noch kleiner sein, das damit gesteckte Ziel wurde in meinen Augen erreicht eine gut tragbare Größe für nahezu jedermann auf den Markt zu bringen, die eben auch unisex tragbar ist und was ich sehr sehr schön finde, ist eben wirklich diese klare Ablesbarkeit und trotzdem dieser modische Aspekt, wir haben also eine Uhr, die finde ich sehr sehr stylisch, sehr gut tragbar ist, zu Smart Casual Anlässen, wie aber eben auch zum Anzug bzw. zum Sakko nichtsdestotrotz ist sie sehr gut ablesbar und sehr klar in ihrer Erscheinung wir haben eine schöne Fallschließe am Band so dass auch die Uhr nicht verloren geht und alles in allem eben eine schöne Uhr aus Glashütte, die meiner Meinung nach einiges an Aufmerksamkeit verdient, die sie ja zum Teil eben auch schon gekriegt hat, wenn ich da so an die WatchTime denke. Da war diese Uhr tatsächlich in ganz vielen Fotos und auch in Gesprächen Thema, die ich im Anschluss gesehen bzw. geführt habe. Ich denke also, dass mit dieser schönen Uhr Bruno Söhnle einen sehr sehr guten Schritt gemacht hat, wo man mit Sicherheit auch zukünftig noch drauf aufbauen kann und zeigt, kann was eben alles möglich ist zu einem wie ich finde sehr sehr vertretbaren Preis das soll es von mir nun gewesen sein ich bin sehr sehr gespannt was ihr zu den zwei varianten der Uhren sagt schaut doch auf der Homepage noch mal vorbei um euch alle anderen Varianten in Ruhe anzuschauen und ich freue mich auf die nächsten Videos führen mit euch macht es gut bis bald ciao!